Jetzt geht das Signal wieder rein, genau. Was sind hier automatisch für meinen Browser eine niedrigere Verbindung einstellen, damit ich da einfach besser bin. So, jetzt Zyanki. So, wie soll man fahren? Ja, ich würde sagen, normalerweise links rum. Kein Fall in den Bahnhof oder in die Fabrik. Nee, da auf keinen Fall, nee, nee. Und sich da mal ein bisschen zurückhalten. Abwarten, was passiert. Genau, gucken, wer da so rüberkommt von denen. KV1 SA steht bei mir im Weg. Euch spart euer Munition. Den Gegner. Was ist jetzt los? Ich bin hier. Mich meine Frau an. Stimmt. Offen und du auch, wie ich sehe.
Das ist nicht So, gut. da bin ich wieder. Sorry, es tut mir leid. Und zwar, glaubt ihr gar nicht, da kam auf einmal der Regen und da mussten wir kurz ein paar Sachen in Sicherheit bringen. Na so, besser so rum als anders, ne? So. Erst mal gucken, wie sieht es aktuell hier aus. Noch nicht hoffnungslos. Bächle haben wir gewonnen. Oh, jetzt wird die Schießereien schon hier gehabt. Ich fühle mich gerade irgendwie so wie eine Reserve, die jetzt von hinten so langsam kommt. Du könntest vielleicht derjenige sein, der Früher hat man gesagt, Not braucht, Ersatzspiele. die wir brauchen. Ersatzspiele. Da ist zum Beispiel Panzer 4. Oh, das ist ein Komm, hol dir Ausschuss. den Panzer 4. Boah, was war denn das? Ich brauche lange beim Nachladen. Ich habe nicht zu lange auf der Stelle stehen geblieben, um zu schießen. Das war nicht gut. Ja, das ist halt bei den Kleinen, ist das halt ein Problem. Wenn du nicht stehen bleibst, triffst du nichts. Gab's gar kein Video, okay? Ich habe gedacht, ich kriege das Kill-Video, wie ich drauf wäre. Das wollte ich ja gar nicht sehen, aber. So, Stefan, alles hängt an dir. Ich schon wieder. Ja, du musst. Oh, du kannst schon wieder. Du bist der Ersatzspieler, du bist jetzt dran. Du musst was zeigen, damit du das nächste Mal bei der ersten Elf bist. Ja. Auch sieht es ja gut aus, wir führen 9 zu 6, also. Ja, sieht gut aus, aber du weißt ja, Deutsch ist Eichhörnchen. Denke jetzt vor allem daran, wie weit deine Sichtweite ist. Bist du derjenige, der sie aufmachen kann? Geht das Ja, überhaupt? Oder kannst du wieder nur 310 Meter weit der gucken? hätte Weil ja noch dann einen Punkt, aber der macht ja wäre das dann. schlecht für dich. Du warst mal schon Opfer, der hat den armen Thomas, glaube ich, erwischt. Naja, oder es gibt zwei von denen, das kann natürlich auch noch Nee, der sein. ist den 39. Meiner, mein Spot. Ja. Der Das versteckt wurde ein Feuer, Leute. Uiuiuiuiui. Damals hat es die Artillerie von dir wissen wollen, aber. Naja, dann zwei Ziele. Oder oh, hast du nochmal Glück gehabt? Ich bin Ah, gerade da über ist deinen alles Tacho voll dahin. gescheppert. Kann man reinfahren. Du musst jetzt zu dem M8 hin. Würde ich auch sagen, nach Westen rüber, Thomas. Oder kommst du an den Bischof? Dann gibst du dem halt nochmal einen. Über links ist ein Das ist Sturmgeschütz nicht. Nee, ich aufgehoben. komme nicht an. Dann ist ein Stück was, aber links ist ein Schau mal Stück. links, das ist Sturmgeschütz, 90 Grad, genau. Abwaller. Oh. Macht Eine nichts. mächtige Panzerung. Nochmal, zack. Da steht er noch. Oh, der Rest hält sich jetzt wieder ein bisschen zurück, ne? Vornehmen. Hinter das Haus, so fährst du da hin, lässt dich Das schon ist da alles immer anschießen. zerlege. Ach so, der 3J beschießt dich vom Bahnhof, der kam gerade nicht Ja, wieder ja. zu dir. Bist du halt Das jetzt alles deinen Schuppen zerlege. Jetzt abgerissen, hast jetzt gib ihm einen. du. Gibt's nicht, du. Junge, den hätte ich dir aber gegönnt. Gleich nochmal. Hält er ja mal hin. Abfahrhänder, das ist der letzte. Abfahrhänder kann ich nicht töten, ne? Abfahrhänder, dann Punkte. Volle Unterstützungs-XP kriegst du, dann kann dieser KV-1S den hoffentlich auch treffen. Und jetzt fährst du Aber er ist immer auch noch. schon Ach, Junge. Das gibt's doch nicht. Dann lad doch mal Und kurz da die ist Goldmunition, Junge.
Ja, da war es nicht weiterhin. Das war ein bisschen leichter, bei dir vorhin Schaden zu machen. Nicht so hinstellen, dann kann er dir einen Arsch schießen. Dreht's rum! Ja, super, das war total korrekt von dir. Ja, das war gut. Wo ist der Panzer nochmal am besten? Ja, ich war im Sniper-Modus und hab dann es nicht geschafft, richtig zu drehen. Du hast mich auf dem Bildschirm, hast du dich verguckt, ne? Ja. Ja, hättest du mal den anderen Bildschirm geguckt, hast du gesehen, dass du verkehrt stehst. Leider in die falsche Richtung gedreht und dann die weichste Stelle hingehalten. Aber gut, wir haben gewonnen, alles gut gemacht unterm Strich. Nächstes Mal, wenn du wieder einen Stück vor dir hast, letzte Goldmunition. Mhm. Weil da kommst du sonst nicht durch. Oder nur sehr schwer, von vorne schon gleich gar nicht. Ja, er war ja grün. Tja, aber mein Richtschütze hat gemeint, ich trinke heute ein Bier und dann hat er halt. Ja, genau. Na ja, gut. Das hätte aber gut getan. Ja, Bartmensch, ich weiß, war mein Fehler. Mensch, ihr leidet alle auf mich herum. Ich war noch geschockt, weil ich noch hier aus dem Garten reingekommen bin. Nächstes Mal mache ich das so. Andreas. Ja, man kann auch sagen, das war deine gute Tat. Jetzt brauchte der sich nicht total schlecht fühlen. Der letzte, genau. Stuck B, der hat nämlich auch ein Drecksteam gehabt, das muss man ja mal sagen. Dann hat er nochmal einen Kill gemacht und dann hat er gedacht, na, vielleicht komme ich durch, aber nein, dann waren vier Panzer doch zu viel. Also, ja. Du brauchst Goldmunition beim Churchill 3, du brauchst beim VK 301. Ja, und das war's im Prinzip. Bei Wolverine nicht? Nee, das ist ein Blechspix. Das ist aber der bessere. Also ich glaube, der Andreas tritt mir vor, dass ich anderen Kanone ich drauf tue. Ich war links. Ich war links hinter. Außer ich spiele ihn eher wie ein TD anstatt ein Medium. Dann ist die Kanone eigentlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche wir dir empfohlen haben. Keine Ahnung, oder ob du inzwischen schon eine bessere entwickeln konntest. Weiß ich auch nicht. Der hat jedenfalls auch 3 oder 4, ist glaube ich auch. Ja, da habe ich. Haben sie 3? Der macht Schießübungen. Der 3J, der soll ja aber eigentlich ganz gut sein. Ja. Das ist meiner voll daneben. Nämlich auf für den Schuss. Ihn leider nicht beschießen. Was soll das denn? Du. So, abschießen könnt ihr ihn. Ich komme jetzt auf. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Ist ja aber 5:2 noch nicht so schlecht.
Problem. Am besten ist, wir fahren dem Panzer 3J nach. Das ist wohl die nächste Strecke. So, dieser Komm, was machst du denn? Ich hätte ein Schussfeld frei auf dem. Da. Mother. Nix da versteckeln. Er ist aber weit weg. Alle. Da ist er durchgemacht. Und das ohne Premium. Ich hab den mit Premium beschossen, hab das ja zweimal ohne Versuch und jedes Mal abgeprallt wieder. Dann Lecco Mio und dann, das ist mit Gold, hat mir wurscht, das mal er denn. Das ist die nächste Wolverine. Was holt ihr denn hier? Ich hab schon am Schluss. Alles gut, er zieht sich hinter die Ecke zurück, der will da irgendwie nicht, dass hier was abkriegt. Junge. Egal, es muss deiner sein. Komm. Der Wolverine, der ist schön, der kann immer noch einen Treffer mehr aushalten, wo der andere Jagdpanzer aus Amerika dann immer schon tot ist. T-67 und Hellcat, das gilt für beide. Gut, Hellcat ist ja ein 6er. Ja, das stimmt, aber es gilt halt für beide, sind ja die Nachfolger von diesen Fünfern. Der eine hat halt Panzerung und der Nachfolger halt nicht, das ist ja bei beiden so. Die sind dann halt nicht mehr schnell, wenn sie gepanzert sind, sind zwar auch zum Glück noch nicht ganz langsam, das kommt erst ab Stufe 7, wo die ganz langsam werden. So, ach, so, jetzt gucken wir mal hier. Die 75, nehmen wir die. Genau, Top of the Tree XP habe ich gekriegt, 1,5 war für die Crew. Weil sie gewonnen hat, Top 10. Also soll es sein. Mount. Garage. Auch noch Aufkleber gewonnen. So. Passen jetzt noch nicht mal zu meinem Tarnpaket. Das ist ja blöd. Es muss doch mal besser klappen hier. Ich krieg's so noch nicht hin. Muss ich ihn neu tarnen. Na gut. Muss ich erstmal pleinen. So. Ja. Na gut, dann machen wir jetzt eine ohne. Hast du denn jetzt vorher schon mal? Doch, hatte ich, aber ich habe ja ein Überlegenheitsabzeichen gewonnen. Da ist der Aufkleber gewonnen, die man sich drauf lackieren kann aufs Dach. Also. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass alle gleich wissen, hier bei mir geht die Post ab. Dabei habe ich allerdings die Lackierung für meine Karosse vergessen. Das ist aber ab Stufe 5, glaube ich, so, oder vielleicht von Anfang an so. Und für die billigen Tarnungspakete, die Aufkleber nicht mehr drauf backen kann. Also links oder... Rechts erstmal gucken, K6. Oh, erstmal rechts ein bisschen gucken. In Anbetracht dessen, dass wir nur einen dicken haben, würde ich sagen, fahren wir geradeaus. Ja. Der kann nämlich seine eigene Dame stimmen. Das geht ja nicht. Ja.
brauche unsere Hilfe, gerade eure. Badmenschen, das gerne mitkommen. Mensch, ist die Mathilde, Mathilda langsam, du. Ja. André, warum, was ist? Warum kommt da gleich 5er Gegner? Die Wehtasten nicht, oder was? Da macht dir man keine Sorgen, die werden schon gleich kommen bei euch da. AV1 und so weiter. Ah ja, versuchen wir es mal, fahre ich mal mit euch, mal gucken. Bin ja sehr skeptisch, aber vielleicht geht es ja trotzdem. Du musst jetzt hier nicht vorbrechen vor den Fünfern. Wir wollen die ja beschützen und das geht nur von hinten. Der Habeck ja gesagt, vielleicht klappt es ja, vielleicht ist es bei mir diesmal auch so. Nur dem Habeck, den Mathilda mal ein bisschen Feuer hier, damit er auch mal 25 fährt, das hat auch Affirmative. Der kann mir immer schon mal Frontpanzerung geben. So. Hier wird schon geschossen. Hat er gleich einen Gunner hier gemacht. Also einer kann die Position hier besetzen. Also hinter dem Stein. Ja. Genau. Da hinter dem Stein. Weil die ist ja unbesetzt. Hast du ja auch Rückendeckung noch von mir? Da ist ja nochmal ein Stein um die Ecke rum. Ja, da ist aber der T1 Heavy und der VK30. Also weiter rumfahren will ich nicht. Ich habe jetzt schon wieder 30% verloren, das schockt mich. Ja, dann warte, bis er droppen. T1 Heavy hat mich einmal getroffen, du. Hat der auch was geklaut? Oh ja, und wie? Abgeprallt. Trotzdem getroffen. An dir oder du an ihm? Ich bin abgeprallt und er hat mich getroffen. Naja, ich wollte gerade sagen, so macht das mehr Sinn, ja. Bei Bewaffnung ist der T1 Heavy auch völlig gut gegen 5er und 4er sowieso. Alles andere regelt die Goldmunition bei denen, das passt schon. Nicht viel los hier, du. So, jetzt kriegst du Besuch. Okay. Vorsicht, bricht gleich los. Da vorne, das ist ja Mathilda. Der F2, der hat vorher schon gewaltig gekämpft. Junge. Irgendwie trifft der mich doch immer noch. Junge. Ja, ganz ehrlich, das war kacke, muss man schon sagen, aber das macht jetzt der Rest war auch kacke, deswegen steht es das gibt's doch nicht! Warum denn nicht? Draufgehalten, nichts passiert. Was hat man Premium-Munition, außer Geld draufschmeißen, du? Ja, aber so ist es halt, wenn man irgendwie... nur Schießerei mit einer Steinschleuder geht, das ist halt so 4er gegen 5 aus, jetzt dann machen die es ist auch bei 1 zu 10 würde ich mal sagen leichtes Defizit für unser Team. Aber standen wir ja gut da, aber der T1 hatte halt standen wir nicht gut da, da standen wir gar nicht gut da, keiner von uns. Und deshalb sind die einfach irgendwo durchgefahren. Das ist einfach so. Wenn ein 5er Heavy Tank jetzt der vorfahren kann, dann tut er das. Okay. Wer jetzt da lang gefahren, wo jetzt dieser M8A1, der Hetzer, der beiden M10er da in der Schlucht sind. Gut, das muss ja nicht heißen, dass es besser gegangen wäre, aber. Hä? Hey, na, macht nichts, machen wir die nächste Runde. Richtig. Vielleicht klappt es ja. Ja.
Defeat. Wir haben wohl verloren. So. Ready? Ready. Übrigens, Bartmensch, weil du es vorhin geschrieben hast, es war nicht das Internet, sondern es war diesmal OBS. Das hat auf einmal den Decoder aufgegeben. Den Decoder-Geist hat er aufgegeben. Was hast du denn da, so eine typische schwabische Spezialität oder was? Was denn? So ein Schwaber geht. Funktioniert denn alles, aber es tut auch. Ei. Was ist das? Könnte ich ja eigentlich machen. Ja. Warum ziehe ich da nicht einfach mal ein paar Joker? Oh, nur Viere. Ich würde jetzt Richtung A-Linie hochfahren. Was meint ihr so? Ja, kann man machen. André will wahrscheinlich wieder in seinen Stück rein. Ich gehe wieder erst in die Mitte und dann mal gucken, wo immer Lux hier bei mir. Wieder mehr Aufklärer als Bremse. Nicht gut. Oh, ich kann schon mal auch noch jemanden angenehm. Muss ich hier weglegen. Ja, ein bisschen viel Panzer und 3J, ne? Ja. Sie haben richtig viele. Haben richtig viele. Aber der gehört eben auch zur Baumspitze dazu, haben wir gerade festgestellt. Mhm. Den wollen jetzt viele überspringen, benutzen, wie auch immer. Ich benutze den gar nicht, will den gar nicht verkaufen hinterher. Der ist schon gut für das, was er ist. Moment ist vielleicht einfach noch nicht so an der Zeit gekommen. Oder trifft immerhin schon mal jemand. 38 T. Ja, Munition ist billig hier. Huch, ich bin offen. Ich weiß nicht. Mathilda schnauzt mich an, ich soll mich verpissen. Wo ist der? So, da ist da hinten in der Basis noch. Er steht auf dem Platz, wo ich auch eben schon dachte, ob ich da wohl hinfahren will. Aber.
Süden, da machen wir im Moment die Kills. Er ist auf der 9er Linie. Brauche ich die, glaube ich, noch nicht verbessern. Noch ein Kill für Team Rot, was sie einstecken mussten. Im Moment läuft es ja ganz gut. Wenn ihr jetzt nicht mit uns fahren wollt, dann könnt ihr auch wirklich nach Hause gehen. Und sonst bringt das nichts. War die Martina, die da oben steht, die versteckt sich. Die wohnt in der Base, ja, das ist die, die um Hilfe gerufen hatte. Ich sag zu dir, ne? Ja, aber die 9er Linie hat, ja, haben wir ja verteidigt, dass da alles gut ist. Und ja, okay. Hilf mal unserem Hetzer. Der hat da ein kleines Problem. Dieser B1 fährt ja nicht in die Ecke rum. Mag ich das halt. Hier abbiegen, dann habe ich eine Menge Gegner. Lux und Stuck. Und Lux und Stuck, Stefan, die kommen hier gleich, wenn wir weiterfahren. Aber das wollen wir ja auch. Lege das mal raus. 12, 6, okay, die letzten Panzer sind auf der Map eingezeichnet, habe ich euch mal gemacht. Keine Gefahr mehr. Ja gut, das heißt, Thomas muss noch Gas geben, der hat noch einen Gegner in Überzahl da. Das ist ja nicht schlimm, ich bin ja da. So, keine Ahnung, wo der 4D ist. Bin ich bei dir zu sehen gewesen, lange her, wenn überhaupt. Ne? Ach, da oben ist der. Ach so, der ist so weit gekommen zur Basis, da muss unsere Artillerie noch mal was machen. Ja, jetzt kann die Mathilda, die wir doch in der Basis haben, auf A. Ja, jetzt kann sie enden, ne? Kann sie ja vielleicht mal sinnvoll sein. Die trifft auch wie verrückt im Moment, ist gut. Ich passiere jetzt halber mal rein. Ja, ja, mach das. Aber sagen, hat sich erledigt, gut. Mathilda war's, Mathilda. Nein, das war nicht die Mathilda. Doch, das war die Mathilda. Seine Runde ja nicht nur nutzlos. So ein Feigling. Am Freitag streame ich ja, allerdings halt mit dem Simon. Und am Samstag wäre dann quasi eigentlich unser erster VOD-Stream mit Simon zusammen. Genau, da Freitag ist immer mein Simon-Tag. 168. Fender bestellen oder was machst du da? Ja, diesmal ja. Nächste Woche sind wir auf Truck and Logistik und danach auf Bausimulator. Wir wechseln immer durch jeden Freitag. Ah ja. Anderes Spiel. Genau. Ich habe gar keine Ausgaben. Auch gut. Weder für Repair noch für Munition. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Platz. Gut, so Research 3898, ja. Bisschen brauche ich noch für meinen Funk. Mal gucken. Ready. Ich muss heute noch 13 Critical Hits bekommen, damit ich eine Aufgabe erledige. Bekommen oder ausrichten? Ausrichten. Bekommen bin ich schnell dabei.
Wollte ich gerade sagen. Gute Nacht, Bartmensch. Bis zum nächsten Mal. Schade, dass du am Dienst hast. Schade, dass du Dienst hast am Samstag. Jetzt. Ich muss 2000 Schaden haben zu vertragen. Ist mir nicht so ganz begreiflich, wie ich das machen soll. Geht ganz wurscht. Tagpanzer E100 zweimal treffen und gut ist. Ja, den habe ich aber da nicht. Macht es Sinn, jetzt auf die 9er-0er Linie hochzufahren? Keine Ahnung, ich mach's trotzdem. Was in die Stadt rein will ich jetzt eigentlich nicht. Du hast auf dem Ding ja, glaube ich, die Ausrüstung, dass du auch weit gucken kannst, also über 400 Meter, dann kannst du auch hier noch nicht außen auf die Wiese fahren, wenn du natürlich nur 320 Meter hast, dann bringt das nichts. Also nee, ich habe 396, glaube ich, habe ich. Ach, guck mal, so toll, das war gut. Sollen wir erstmal einer kommen, der weiter gucken kann dazu? Also ich bin schon über die Karte hinaus, also ich kann... Euch auch, ja. Wir rechnen mit diesem Marder, der da offen ist, natürlich. Das ist auch gar nicht gepanzert, den kann man durchschlagen, was man von ihm sieht, deswegen lass jucken. Super. Dann kommt schon Stefan, dein Kills. Ah, Mist. Ich hab gedacht, der ist schon draußen. Ne, nicht denken. Das war mein Fehler. Ich hab gedacht, der M8A1 hat ihn schon draußen, aber deswegen... Habe ich gar nicht mehr eingezielt. 1 zu 3 können wir entweder sofort in den Cap fahren, damit wir sofort die Sirene anmachen, oder wir fahren die Basis verteidigen. Ich glaub, Sirene, dann kommen sie. Eins von beides müssen wir machen. Sirene. Ja, dann jetzt, okay. Dürfen wir nur einen drin stehen lassen, dann muss der nämlich 3 Minuten da rumstehen und dann verlieren wir auf jeden Fall. Dann hat er keine Chance. Jetzt höre ich die Frage, ob man rausfährt und glaubt, man kann alle killen, aber im Stand von 3-6 macht das nicht. Im Moment sieht es nämlich aus, als können wir in 13 Sekunden gewonnen haben, als mich keiner mehr trifft. Weiß ich natürlich nicht, aber... schade. Junge, er macht mich auf. 2 Sekunden. 2 Sekunden bevor wir gewonnen hätten, wurde ich getroffen. Jetzt gewinnen wir erst in 20 Sekunden. Also das wird knapp für uns bei 3 zu 8. Er ist recht. Ach, fuck, war ich doch sonst voran, ey. Okay, okay, die sind alle aus dem zurückgekommen, um euch jetzt zu killen, aber... Trotzdem war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Gut, wir hätten natürlich auch zurückfahren können, unsere Basis und die dann abschießen. Aber, wir waren schon so weit hinten, das ist. Das siehst du, die anderen waren auch schon weit bei uns und haben es trotzdem noch geschafft. Das ja. Ist eigentlich keine Ausrede. Also das. Gut wäre es, wenn die Stadt die aufgehalten hätte und wir hätten dann von hinten draufhalten können. Ja. Klassische Zange. Aber. Hat nicht sollen sein. Wahrscheinlich so ein Fall hätte wäre, wenn. Trifft alles zu. Guck grad dem Panzer 3J zu, der eigentlich ein Tiger sein wollte, ein MP-Tiger. Ja. Wäre doch noch keine Tarnung. Hat jetzt sogar eine Stummelkanone, der hat gerade erst angefangen. Oder? Ja. Es gibt Gründe, die Stummelkanone weiter zu spielen. Viele sagen ja, man soll ja als Anfänger nicht die deutsche Linie grinden, weil die so schwer ist. Hä? Ja, ja gut. Aber ich finde immer, wenn du auf der schweren kannst, dann kannst du halt eben spielen, alle anderen. Die Panzer der Deutschen sind momentan nicht mehr Meta. Also ziemlich uninteressant, würde ich sagen.
Keine interessanten 3er und 4er, oder? Das ist doch Quatsch. Ist das doch so? Ich ah, Level nicht. 1 Battle Hardnet habe ich bekommen. Und wieder. Ich habe Battle Pass in meinem Stufe 10 erreicht. Ich habe Battle Pass erreicht, das ist doch gut. Also können alle anderen besser werden, die hinter mir stehen. Ich bin jetzt auch bei der 2. Ich wollte gerade sagen, sehr gut, ja. Immerhin der drittbeste 3J. Gut, das war jetzt trotzdem irgendwie nicht gut genug für einen Sieg. Daran lag's. Wer spielt denn da mit seinem Mikrofon? Ich weiß es noch nicht. Die Katze. Die Katze. Wenn es so weitergeht, muss ich eine eigene Webcam für die Katze hier installieren. Ja, der macht doch einen Katzenkanal. Ich hätte auch schon einen guten Titel. Mau, mau. Also mit dem T6, muss ich sagen, läuft es nicht ganz so gut. Würde ich dann sofort in der ersten Folge Katzenklo machen. Ja, das macht die Katze froh. So, muss man auf den Nachschub gehen. Gibt's da noch was umsonst? Nein. Ja, ich glaube täglich, ne? Aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja, ja. Das war ja letzte Woche zumindest noch so. Ja, dann geh ich mal gucken. So. Was haben wir da? Pixel und die Pixel jetzt. Pixel. Jetzt wird's ernst. Jetzt haben wir wohl hier. Ah, Supreme Commander kann ich irgendwo sehen. Wer ist das? Der hat 486 Panzer. Wer soll das sein? Ja, das ist doch nur die Anzahl der Panzer. Ja. Wer so viel Panzer hat, wird noch Stufe 4, hat was für, macht was verkehrt. Nein, finde ich nicht. No. Wir helfen jetzt dem Stefan, damit er auch noch was von unserer Großartigkeit abkriegen kann. Das ist ja was anderes. Da profitiert er noch was davon. Wir kümmern uns um den Nachwuchs. Ja. Ich habe es sehr lieb von euch. So ist es. Such dir mal ein Gebiss. Puss ins Gebiss. Was ist denn mit dem KV1 und dem Excelsior? Wollt ihr da jetzt Mittagspause machen oder was? Kaffeepause. Wir warten auf den Kaffee vom André. Na? Aber der ist rechts bei der Brücke, deswegen. Ich gebe hier mal die ersten Spots. Ja. Abgeprallt, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mal von der 5A1 abprallen, nur. Der schießt nur vorbei, der ist weit weg. Und ich muss weg wegen der Arti. Der KV1 geht alleine rein, der hat keine Angst. Braucht auch nicht, der schießt den KV1. KV1 haben keine Angst. Oh, die haben allerdings auch keine Sichtweite, haben andere gesagt. Hm.
Soll ich auf den Berg, wo der Excelsior steht, drauf fahren? Du müsstest gleich berufen. Ja. Mhm. Wobei, dann bist du natürlich offen für die fünf, die den KV1 gerade sehen und da lass das. Gruppen bespringen möchten da. Weil die Hälfte siehst du ja gar nicht, die da hinten steht und luet. Genau, das ist zu befürchten. Es ist zu befürchten. Hier ist jetzt hier ist ein Ziel. Der macht mich auf. Hauptsache, das ist ein KV-220 bei, den man nicht sieht. Der ist hier irgendwo. Der bringt hier nichts mehr. Oh. Bei dir, André, wird es auch jetzt ein bisschen mal Zeit, dass ihr da mal einander rausnimmt. Willkommen in Frieden. Juni. Die schießen den Zug hier links von mir kaputt. Ist nicht so gut. T78, der ist ja ein bisschen besser als mein scheiß 4, das muss man schon sagen. Das ist ja leider so. Ja, boah. Ja, hat er gut gemacht, ist so. Parallel ja nicht nur beim Bier, ich habe das gerade eben auch so im Kopfhörer gehört, auch beim auch woanders geht's vorbei. Okay. Du bist dann vielleicht der Letzte. Gleich wieder hier. Achso, jetzt sind wir mal alle raus, das ist ja ganz fair. So. Dann nimm dich wohl auch kack, zack, raus. Ja. Wenn unsere Sechser versagen, das ist das Problem. Obwohl die alleine da drüben waren und die Sechser kommen hierher. Was ist denn los, Su? Warum schießt du denn nicht auf den T6? Weil er Angst hat vor dem Excelsior, der vor der Tür steht. Weil er. Oh, ich weiß nicht. Ja, vielleicht muss man auch eine Munition laden, wenn man nicht durchkommt. Einer hat sich verdrängt. Ja, das ist das mit Erfahrung gegen Amadeen und dieses Wissen darüber, warum brauche ich welche Munition, ist schon eine Kunst, ne? Junge, ja, du kommst da mit dem Ding. Ja. Tja. Da ging ja gar nichts in der Runde. Naja, auf Platz 4. Ja, immerhin. 206 Damage hast du geschafft. Das war ja wirklich zwei Treffer. Vorne wirklich zwei Treffer. Was? Hat er gemacht, der Stefan. Zwei Treffer. Ich habe immerhin drei gehabt. Ich habe immerhin gar keinen. Also es, man kann schon besser sein, als gar nichts haben. Ich weiß nicht wie, aber ihr habt es geschafft. Ich überlege gerade noch einmal den T6 und dann habe ich einfach Lust mal wieder auf dem M8A1. Habe ich ja gute Erinnerungen an ihn.
Mann. Also eben gegen Sechser vielleicht nicht ganz so einfach oder ganz so toll oder was weiß ich. War halt Jetzt alles haben wir nichts. Vierer. Versucht ging gar nichts. Ging gar nichts. In die Stadt rein oder? Ich frage, ob ich immer frage. Keinen Grund, was zu ändern. Ja, auf jeden Fall. Also in die Stadt. In die Stadt wieder. Also ne, erstmal nur kurz davor. Schauen, wer überhaupt hinfährt. Unsere Dicken, die wissen schon wieder nicht, wo es hingeht. Wir haben schon wieder den Stadtplan verloren. B2 bewegt sich noch nicht. Ich fahre jetzt bloß bis zu dem Stein. Aber da kommt nichts, da war es nicht. Und da ist ein M5. Der bleibt immerhin stehen mit seinem Arm X40, als ich ihn getroffen hatte. Danach bin ich zwar nur abgeprallt, auch mit Gold, aber so, 0 Punkte, ne? 0 Punkte, 200 HP verloren, 0 Punkte. Das ist ja mal nicht so gut, ne? Da ist immer noch einer, der auf mich wartet. Und jetzt habe ich sogar 350 HP verloren. Kein Spot, keiner schießt auf irgendwas, jedenfalls trifft keiner was. Junge. Oh je, hey, was ist denn das für eine Trauertruppe? Also vergessen. Also vergessen. Kommst du zu uns? Ja, hab ich auch gedacht. Ich habe jetzt halt nichts mehr zum Abgeben. Aber in die Stadt will ich jetzt auch nicht reinfahren, weil wir da durchbrechen. Ja, es sieht im Moment nicht so schlimm aus, ehrlich gesagt. Es sind noch, sind es nur zwei. Jetzt müssen wir aber langsam auch ein bisschen mal. Zwei von uns, und dann kann man sich die Gegner der Hausecke im Allgemeinen aussuchen, wer da kommt. Und wen man beschießen kann. Ich würde nämlich gern unseren F30 hier ein bisschen am Leben halten. Ja, nämlich die Kanone und ein bisschen Panzerung, nicht viel, aber mehr als ich. Zum Kill ist noch jetzt gut gelaufen für uns. Dann macht sich da weg, der M5A1 Stuart kann sich von drüben treffen. Ich treffe erstmal den Gegner schon auf 30. Ich treffe ihn mal zweimal, das ist ganz gut. Jetzt seid ihr dran, ich habe 150 Schaden. Pass bloß auf da vorne, Thomas. Okay, wir haben uns zu dritt getroffen, den F30, das ist gut. Da ist noch der Stuart. Da kann ich nichts mehr machen. Mein Motor ist damage. Lange auch. Weiß zwar nicht, wie man das hinkriegt, aber egal. Ich muss hier das erstmal warten. War ich auch. Junge, schießt doch hin. Ja, ich muss selber killen, habe ich aber immerhin gemacht. Ah, ich habe immerhin gemacht. So, Motor geht wieder. Ich fahre mal zu unserem Stuck 3B.
Der wäre dir schon dankbar, glaube ich, weil der ist ja alleine mit dem 3J da vorne. Und hinter dir ist noch der Valentine, der überholt dich gerade. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann. Ehrlich gesagt. Du kannst ihn treffen von hier, glaube ich. Dann. Okay, sehr gut. Noch ein Marder irgendwo oder? Mindestens. Doch, ich glaube schon, wenn ich auf dem Minimalkurs kann und der Marder sein. Siehst du, da ist er auch. Hinterm Haus. Wobei das wohl eher ein Stall ist. Siehst du wohl. Super. Und Edson und Valentine, die warten auf euch, wenn ihr den Kreis fahrt, schießt der. Sieg, ja, leider nichts mit. Punkten. Hey, Karamba. Hast du mal ein bisschen Glück haben können, du? Warum? Ah, ich war nicht ganz eingezielt, aber ich wollte noch den letzten Schuss machen. Und er hat drüber geschossen. Oh. Weil wir das so sehen, du hast vorsichtig genug gespielt, deswegen bist du nicht früh rausgegangen. Nächstes Mal machst du so eine Zwischenlösung aus dem und dann kriegst du auch ein paar Treffer gemacht. Ja, mein Problem war das mit dem Motor. Da konnte ich nicht vorfahren, weil wenn mich da jemand aufdeckt, ich komme nicht von der Stelle. Das ist so, vor allem mit dem zweiten Treffer brennt die Hütte ja auch. Ja. Aber ich habe ja den Booster für die Credits. Und dann habe ich wenigstens gut verdient im Geld. So, aber jetzt, wie gesagt, gehe ich um auf dem M8A1. Das soll ganz gut sein. Ja. Jetzt kann ich ein bisschen defensiver bleiben und dann von da schön das Feld mir mal genauer anschauen. Defensiver. Aber der ist doch schnell, der kann doch auch da sein, wo man ihn noch nicht erwartet. Ja, immer auf die Karte. Also, es ist zwar vielleicht blöd, weil ich weniger Damage mache, aber ich versuche schon zu überleben, nicht so wie als Anfang immer gleich rauszufliegen. Und da ich halt einfach mir nicht immer sicher bin auf den Maps, wo ich richtig stehe und so weiter, bin ich da halt auch vorsichtig. Aber nicht auch vorsichtig genug, das... Das ist erstmal auch richtig, das frustriert dann am Anfang nicht so. Aber ich habe auch schon Runden gehabt, wo ich einfach mit der Taktik dann Glück hatte, zu sagen, okay, dann komme ich aus der zweiten Reihe und dann habe halt von hinten hier und da mal ein Hit platziert. Hey, Mathilda ist bei uns, Junge. Nee, drei. Trotzdem viele. Ich würde ungern gegen uns spielen müssen, brauche ich ja zum Glück auch nicht. Ja. Einmal Zelda. Gut. Aber keine Lights. Und die haben wie viele Lights? Ich wollte sagen, wobei natürlich das Problem ist. Und da haben wir natürlich auch keine Feuerunterstützung von hinten, weil die halt so langsam sind. Die sind halt noch nicht da. Wobei das ja eigentlich mal ein Problem ist. Genau, fahr da mal oben hin da auf die Rasse. Ich versuche ein bisschen Licht zu machen. Und schauen wir mal. Siehst du, und da ist schon ein Ziel, da kannst du schon Gas geben.
Richtig so. Nicht blöd gucken, da oben auch mal wieder wegfahren. Ja gut, jetzt kommt man gleich wieder raus. Bei dir angekommen ist. Muss ich fragen, wie oft der noch gucken will. So, ich glaube, jetzt entwickelt es sich ein bisschen in meine Richtung. Ihr trefft ja gut. Sehr schön, immer weiter, Mann. Ich glaube auch. Bei 3, also. Du gezielt gerade in Mathilda, ist das schade. Okay, nee, die sind hier im Süden alle verloren, Stefan, das bringt nichts. Ich muss die Mathilda jetzt auch alleine lassen. Wahrscheinlich. Oder wir fahren mit denen dahin, das ist eine große Frage. Eine 500 HP. Sehr gut. Nächste Sekunde, please. Junge. Sehr schön, den hast du auch gut gemacht. 8,5, okay.
Hi. In der 85B, der Hauptmannschlag rein. Mhm. Kannst du dich erinnern, hatte ich gestern auch ein paar Mal benutzt, das Ding. Ja. Nur, meine Runden waren nicht so gut wie dein Treffer, den du jetzt ertragen musstest. 85B, da macht schon Spaß. Und da kuscheln mit Lux. Meine Muschel siehst du. Ah! I. Immerhin ein Sieg. 509 Damage ist doch okay. Mhm. Das waren die von Anfang. So. Was gab es an Erfahrung? 667. Auch gut. Und Wirkungsfeuer. 3 Tage Premium. 3 Tage Premium aus dem Battle Pass. Sehr gut. Wobei zugegeben, muss man ja sagen, ich habe auch das 40-Euro-Paket gekauft und ja, damit ich alles rauskriege, was geht. Okay. Für die Wolverine brauche ich noch den 5 insgesamt. Und 722 habe ich. Ein kleines Defizit. Ich muss einfach besser spielen. Aber jetzt habe ich endlich die 50% wieder. Und ich habe heute besseren Damage. Okay. Mal im Ergebnis schön zu sehen. Ich habe am Anfang halt 1100 Unterstützungsschaden aus diesem Gebüsch gemacht. Mhm. Das war auch der Moment, wo die Gegner das Spiel verloren haben. Die haben ja so viele Punkte verloren zu der Zeit. Ja. So. Na komm schon. Jetzt geht's los. Sicherheit geht über alles, Ständer gerade. Sehr schön. Irgendjemand hat sein Mikro ein bisschen laut. Thomas? Ja? Hast du irgendwie dein Mikro jetzt an Boxen gelegt oder so? Nein. Weil
Du bist jetzt auf einmal doppelt und lauter als sonst. Du hättest ja gar nichts gemacht. Ja, auf einmal bist du halt laut. Ich hab keine Ahnung. Kannst ja ein bisschen wegdrehen, vielleicht besser. Ja. Junge. Das ist Gefahr, wenn die Flasche leer. Ist Panzer kaputt. Oh, M6. Macht mit Haus. Was Frühstück. Das ist zum Glück weit weg. Das ist schlecht. Ich bin auch mal am Schiff angekommen und ich bin nicht beschossen worden. Wie erstaunlich ist das denn? Weil dann fahre ich da mal nicht hin. Normalerweise wird man immer hier doch beschossen, wie geht gar nicht. Aber diesmal halt nicht. Da kriege ich ja gleich was zur Feindbase gespottet. Oh ja. Ach, der Valentine fährt aus meinem Sichtkreis. Jetzt bin ich auch noch auf und werde getroffen vom M10. Ah, ein M. Ein Oi, Junge. Der schockt echt überhaupt nicht, auf ein Oi zu snipen und er kriegt null Schaden. Weil er halt monströs stark gepanzert ist. Gut, ich habe schon bessere Duelle gehabt als das, mal zugeben. Ach, bin ich der Echt zu Ende mit Timo, wie es aussieht. Also hier oben im Berg, aber... Ja, Stefan, das sind ja diese Strecken, die musst du halt kennenlernen, da fragt nichts anderes über. Einfach Erfahrung, du musst jetzt machen, dann musst du durchfahren und gucken, wo du schießen kannst und wo nicht. Thank you.
Bin ich Panzerjäger oder bin ich keiner? So macht man das. Zack, von hinten, Bomben weg, tschüss, erledigt. Ach, noch mal ein fetter Happen. 625. Hier. Wer nimmt mir da die Verbrennungskette weg? Du musst die Goldmunition, Stefan. Fürs nächste Mal. Hab ich ja. Also T-34, ich bin nur rückwärts gegen den Berg gefahren. Oder gegen so ein kleines. War keine gute. Du kennst auch die Karte noch nicht so, oder? Ich war schon ein paar Mal drauf, ja, aber da oben ist halt immer verdammt eng. Ja, das ist. Ja, wie soll ich es nennen? Die Karte, da gibt es so viele Tricks und Kniffe, die muss man einfach kennen. Also, tut mir leid, aber es ist einfach so, ja. So, was ist jetzt mit dem Wolverine? Ach so, die 3-Inch-Gun. Na, die hab ich doch. Ach, den kann ich kaufen, die Wolverine. Ach so, den, das kann ich erfordern, okay. Jetzt habe ich eine spezielle Fahrzeuge. So, den gibt es zwar nicht. Erfolg freigeschaltet. Was ist das für ein neues Fetz? Was ist das jemand? Was denn? Ach da, da gibt es ja auch hier, wenn du auf deinen Wehrpass gehst. Hier auf dem Account habe ich 24 Mitteilungen, Krams da, irgendwas, keine Ahnung von. Wie heißt das denn hier? Mit den Fahrzeugen. 140, 150, 60 und was weiß ich was. Und 2 von 5 und 5 von 7. 47 von 50. Erforscht die Achievements. Lauter so. Alles nur, dass du Geld ausgibst. Wird ja immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, oder? Ja. Ja, du weißt es ja nicht. Ich mach doch nichts. Aber André müsste wissen. Jo, was macht doch nichts. Ich hab noch keinen Cent reingesteckt. Nee, aber was glaubst du, wie viele Menschen das animiert? Ja, ja, klar. Darum geht's doch. Geht jetzt nicht darum, was wir machen, aber wie viele Menschen animiert es, dass er da jetzt irgendwie was, ah, da brauche ich noch einen Panzer, dann kriege ich das auch noch dazu. Ja, ein Scheißtext. Da steht dann über Amazon Prime am nächsten Tag vor der Tür. Genau, das wär, dann wäre das ja was. Dann würde ich mich auch anstrengen. Aber leider ist es so, wenn hier der Strom ausfällt, hast du keinen Panzer mehr. So sieht es nämlich aus und sonst gar nichts. Am Montag, wer da wirklich Spaß dran hat, der kann sich ja beteiligen am Panzermuseum in Munster. Das ist ja 50 Kilometer von hier. Dann kann man tatsächlich so einen Freundeskreis eintreten und dann kann man da auch hinfahren am Wochenende, das Ding putzen, sauber machen und weiß ich alles damit machen. Also wer will, der kann in der Realität wirklich, aber... Ich weiß, ich habe mit dem Direktor da schon... Du kannst dir dann so eine... Wie heißt das? So eine Partnerschaft oder was da übernehmen? Mhm, genau, ja. Und dann kriegst du auch die... Dann kriegst du auch, glaube ich, freie Eintritt oder was, ne? Ja, das glaube ich auch, ja. Die machen da einiges so in der Richtung. Gibt ja auch immer einen Tag im Sommer bei der Wargaming auch schon mal mit World of Tanks. Ja, genau. Und dann haben die auch mal so einen, wo die dann ihre Panzer aus dem Museum mal rauskramen und dann lassen die auch mal laufen da auf der Wiese und so. Das ist ganz cool gemacht. Ja, glaub, das ist auch nur... Munster, ich weiß es ja von der Bundeswehr, wie weit weg. Du kannst sagen, du kennst es ja persönlich, ja. Und also, nur zum Eindruck sein. Das musst du schon irgendwie verbinden mit irgendwas anderem, ne? Ja.
Von mir aus, was weiß ich, fährst dann weiter an die Nordsee oder an die Ostsee oder so, das geht ja dann. Bei euch ist das so, ja, bei uns ist das ja neben dem Bundesland. Mein Vater war da bei der Artillerie und hat da in der Feldküche seine Wehrdienstzeit hinter sich gebracht. Gelernter Artillerist bin ich auch, ne? Nee, das ist er nicht, er ist tatsächlich Feldkoch. Ich sag, das war schon spannend, wenn die dann da mit der Artillerie da Übungen schießen machen und dann fährst du da dann rund um die Schussfelder und versuchst dann die Station zu erreichen und den Lebensmittel da zu bringen an Ort und Stelle und nebenbei wird geschossen und ich dachte, einmal hat sich so ein Lametta bei mir am Beifahrersitz gesetzt, hier Fahrer, sieh mal zu, fahr da mal rüber, aber da steht doch Durchfahrt verboten. Ja, nix da, da fahren wir jetzt rüber, das geht schon und dann war die Militärpolizei wohl ganz schnell hinter denen und hat die dann auch nochmal aufgehalten. Da mussten sie alle antreten beim Oberkommando hinterher. Und das hatte ich was von nix. Ich bin ja nur Wehrdienstleister, keine Ahnung. Ja, ich war ja auch bei der Artillerie. Und von mir ist das ja nicht so arg weit weg. Die Artillerie-Lehrschule. Sehr genau. In der Oberstein. Da habe ich jetzt auch mal einen Panzerführerschein gemacht in der Oberstein. Ja. LKW und Panzerführerschein, ja, ja. Ich habe meinen LKW-Führerschein in Dabel gemacht. In Daten? Dabel. Bei Schwerin. Was nee. Die Ostsachen kenne ich nicht. Bei mir war da noch eine Mauer. Ja. Da waren sie nicht so erfreut, wenn wir kamen. Nein! Ich Idiot. Irgendwas ist nicht gut gelaufen, das habe ich jetzt auch gelesen, ja. Ja, man stellt sich nicht da oben drauf. Ich habe gedacht, da geht es runter und habe zu spät gedreht und... Ah. Ja, Speedgele, kannst du ja auch mal merken, wo ich jetzt stehe. Kannst ja mal auf mich aufschalten, wenn du möchtest. Ich vielleicht nirgendwo hin mehr, du. Ja. Da wollte ich eigentlich jetzt hin, um das Zählchen rum, aber ich hab dachte, ich mache einen Spicker. Aber dass ein Panzer auf dem Dach fällt und nicht aushält, ist auch komisch, Mensch. Oh, das ärgert mich jetzt wirklich. Nehme ich mich selber raus, du. Wenn ich schon genauer wäre. Mal gucken, was wir machen können. Leute. Einmal mit Profis hier arbeiten, du. Ich bin gespottet, ich weiß nicht von wem. Mach doch von dem Valentine AT. Was ist denn mit dir los? Jetzt mal Schluss mit dir. Das ist echt dicht. In einem Dreier-Vierer-Gefecht schieße ich mich selber auf. Das ist schwierig. Na, das Schwierigste am Spielen ist einfach, dass man es beherrscht. Vielleicht drehe ich die Kiste mal, damit er nicht ständig Durchschlagstreffer macht mit seinem Junge. Am lächerlichen Dreier, das sollte man. Also Pfeifen August hätte man mitschießen können hier, finde ich. Oh, das weiß ich. Der B2. Oh, ja, der steht ja direkt links neben mir. Ich habe nicht einmal gesehen, dass der den getroffen hat, den Valentine. Der steht da halt so rum, der macht halt nichts. Der ist halt Deko oder halt, ich weiß es nicht. Deko. Wer ist Deko? Dieser B2 von uns, der jetzt auf A8 da rumfährt, wobei der jetzt ins Kreuzfeuer von allen fährt. Ja, wieso schießt du nicht auf den Valentine? Gut, ich habe die letzten 2 Minuten schon gedacht, der muss dumm wie ein Schwein, da kannst du halt nichts machen. Völlig nutzloser Account. Ja, in jeder Mannschaft ist ein Benjamin. Junge, Junge. Ich distanziere mich hier im Live-Chat von diesen Aussagen. Aber leider ist es doch immer doch so. Die musst du ja auch, du bist ja Gastgeber und du bist ja auch nett und deswegen das ist auch alles gut. 9-9. Du hast schon eine nette Runde hier aufgezogen und so, die Leute haben Spaß, die gucken dir auch gern zu, deswegen kommen sie immer wieder, alles gut. So,
Los geht's. Außerdem kann man ja mal gespannt sein, wie der jetzt lange, wie lange der da oben wirklich noch aushält, der Valentine AT. Der mich da raus hat und der den anderen da raus hatte. Und da oben stand ich ja gestern auch schon auf ein, zwei Runden gewonnen. Position ist ja auch nicht schlecht. Deswegen glaube ich, das wird jetzt auch nicht ganz einfach fürs Team sein, das Spiel noch zu gewinnen. Wenn der da oben sitzt, da ist ja vorher noch ein zweiter Valentine AT. Und beide haben sie Kills. Wo fährst du hin, Thomas? Da oben in der Artilleriestellung oder was? Ja, da oben an 0 die Ecke. Was steht da in Bunker? Valentine AT. Ah, okay. Den wollte ich auch, mit dem hatte ich auch ein Duell und eine Schießerei, aber da. Und da ist der Jano, müsste auch da oben hocken noch. Der ist auch noch da oben. Ich kann mir das vorstellen, ja. Der dritte denn da. Vorstellen sie zu zweit in der Ecke da oben. Das ist schon nicht so einfach. Ich gehe mal zum BT5, vielleicht lerne ich bei dem noch was. Das könntest du im Grunde genommen auch, Stefan. Du hast ja noch BT 5 und 7 zu fahren und zu lernen. Und hast ja gestern gesagt, dass. Ja, und trotzdem, dann haben wir trotzdem dieselben Fahrstrategien. Mhm. Die sind ja beide nicht anders. Du kommst halt drauf ein. Tauchen die da eine nach dem anderen oben auf, so wie das bei mir gestern war? Oder kriegen die das hier wirklich in einen gezielten Angriff? Mit 6 Panzern gleichzeitig zu starten, dann wäre es natürlich ein bisschen einfach. Ja, was mir halt eben nicht gefällt, ist, dass es schon ewig her ist, dass wir irgendeiner gespottet wird, weißt du? Klar. Die können Wunder. Also BD5, der könnte jetzt gleich einen aufmachen. Da. Okay, jetzt, den ersten hast du schon raus. Das war jetzt richtig. Wissen wir, beide sind da oben in der Ecke. Da kannst du quasi jetzt blind reinschießen. Und dann weißt du eigentlich, ob du auch getroffen hast. Also wenn wir eine Artillerie hätten, eine schöne Zähne, die da reinkloppt und die 8 Meter Rollschaden hat, dann geht das natürlich super. Aber hier mit den kleinen Scheißern hier ist das ja nicht ganz so leicht. Der Sahirano ist da rausgefahren, warum auch immer. Ich denke mir, der wird das schon bedauern jetzt. Hat sich wohl nicht so gut geklappt. Der hat gemeint, er fährt ganz schnell auf die andere Seite der Karte wahrscheinlich. Ja gut, ich meine, das ist falsche Entscheidung, passiert den ganzen Tag. Immer wieder. Siehst du, jetzt haben sie ihn zu dritt angegriffen und dann war auch Schluss. Mhm. Ja gut. Ja, super Runde, muss ich echt sagen. Hat super Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Aber ich habe geguckt, Unterboden ist sicher, da ist kein Rostfleck drauf. Also. Ja. Gut. Gerade im Winter, ne? Ja. So, jetzt haben wir Gratulation zu 4 Siegen in Folge. Naja, Vierter geworden. Ich bin komischerweise Letzter geworden, ich weiß gar nicht warum. Also was soll ich denn noch mehr machen im Gefecht? Wahrscheinlich die kürzeste Spielzeit gehabt, ne? Ja, das ist doch auch was wert, oder Rekord? Absolut, du hättest schon längst die nächste Runde auch schon wieder ich verloren können. Ich habe ja so einen Spiegel gemacht, also dann ein Salto. Vor allem an der Stelle hat bestimmt noch keiner seinen Panzer rausgeworfen. Ja doch, das glaube ich schon. Ich glaube, die so Fahrfehler, die gibt es ja wirklich überall, wo es möglich ist. Oh, das ärgert mich. Das hätte. Die Karte ist auch super für TD. Mannheimer Linie. Also, ich würde sagen, tatsächlich auch, ja. Da haben wir ja die gleichen Panzer fahren. Ja. Ich teste einfach mal eine Runde mitnehmen. Soll ich auf dir drauf fahren? Dann kannst du mich mittragen. Ja, ach, ich fahre Berlin. Berlin, Berlin. Alle fahren wir nach Berlin. Ja. Ja. Das wäre gut. Wir fahren jetzt nach Berlin. Mal guten Tag. Guten Tag. Dann blicken wir mal schön aus dem Fenster.
Und bei denen ja noch. Ja, es gibt leider immer wieder ein einziges Ticken. Die hat mit den Vierer-Ticken, die hat einen Fünfer-Ticken, ganz tolle Idee. Vor allem den BDR mit der SG-7-Kanone, die ist ein bisschen viel besser als meine, aber hey, der muss mich ja erstmal finden. Und dann muss er noch treffen. Nachdem er gezielt hat und gezielt hat und gezielt hat. BDR. So, was, wo fahren wir hin? Guck noch, langsam. Wir fahren. Sind das zwei. Und die wollen auch nicht da. Dann fahren wir links. Komm, wir fahren ganz links. Die gegnerische Artillerie. Gut. Wäre wirklich gut, wenn man die Munition nicht runtergefahren wäre. Hätte ich ihn mal retten können, aber so halt nicht. Das gibt's doch nicht, du! Was denn? Ich bin auf der Seite! Was ist denn heute los? Du wirst ja automatisch wieder aufgestellt vor ja, aber das war lustiger. Da musstest du da liegen, manchmal 3-4 Minuten und dann kam einer und hat dich erschossen, freundlicherweise. Hast deinen Teamkollegen angetickt, um ihn wieder aufzustellen, bist du blau geworden, weil das Teamkill gewertet worden ist. Dabei lag der schon auf dem Rücken. Was haben die sich da seitenweise drüber ausgeschrieben? Das ist ja, ich weiß das immer noch. Obwohl das schon 3 Jahre her ist. Das ist also. Setz dich hin. Wo bist du denn, Kollege? Du bist mal raus, Kollege. Ich mit mir. So. Sonst links auf der Wand entlang. Und dann hinter das Haus, ganz schnell. Wir sind getarnt im Mauer. Das ist doch bloß so komisch. Auf, schieß ab! Für den Commander gekillt. Boah, bin ich ein Vollidiot. Der Seite konnte man den Bahndamm per Brücke hochfahren, dann denke ich auch von der anderen Seite, du kannst ja runterfahren wie vom Erdhügel, aber kannst du nicht, weil da geht es dann 20 Meter in die Tiefe und dann kann dein B2 auch kaputt platzen und ist er auch. Junge, war das unnötig. Völlig geisteskrank, so würde ich sagen. Die Girl hatte mir den BDR raus, das ist gut. Warte, ich hab die Kette von ihm. Nein, jetzt stehst du genau davor. Kann ich die Kette nicht nehmen? Kommt der nächste da hoch?
Alektor, komm doch ein bisschen vor, Mensch. Wieso kommt der nicht vor? Und hilfst uns zwei? Das gibt's doch nicht. Welche sind 2 gegen 2? Er versucht auch schon zu zielen auf den T6 Medium. Trifft er aber nicht. Also grundsätzlich ist er an deiner Seite. So, Stefan, jetzt sieht's eng aus. Ich merk's. Im Norden ist noch ein Panzer von uns gefallen. Damit gibt es nur noch euch zwei. Und die Grille natürlich. Nikita hat immerhin schon 3 Kills mit der Grille. Wir wissen natürlich auch nicht, was mit dem gleich vorbei ist. Die hier den Weg entlang suchen zu kommen. Das ist alles günstig für die Gegner aus. Ne? Die haben 2 Kettenpanzer mehr, die haben 7 Minuten Zeit. Der Elektro hat den Marder wahrscheinlich jetzt aufgemacht, aber er macht nichts. Wird jetzt auch wohl ein Schuss. Na, jetzt schießt die Grille zurück, aber sie trifft ihn nicht. Der Elektro fällt auch nicht wirklich rein. Jetzt kann er ihn treffen. Was macht er auf die 72 immerhin? Aber er hat noch 300 Punkte auf dem Marder 38. Bei dir nähert sich der M4, Stefan. Ja. Fahre ganz Tore. Ans Brandenburger Tore. Einer kommt dann, komm. Hoppa! Das muss noch ein Treffer sein. Elektro eingezielt ist er auch, aber. Ich glaube, da sind noch Gebäude für ihn im Weg. Die 65 sieht doch nicht viel aus. Muss doch ein Treffer sein. André, wo bist du? Ach, schon, du bist auch schon draußen. Ach, klar. Okay. Na, ja, jetzt trifft er ihn für 6. Aha, E macht immer Schaden, das darf man nicht vergessen, auch wenn es nur 6 sind. So, Achtung. Ja. Nicht vorfahren, nicht vorfahren, nicht vorfahren. Kommen lassen. Kommt ja keiner von hinten. Noch nicht. Ab. Ja, aber. Zu zweit reloaden die dann irgendwann schneller als du. Ja, das kriegst du irgendwo hin. Mit 479. Okay. Mächtig gekämpft bis zum letzten Panzer, also alles okay. Ja. Ja. Hätte ich die da vorne rausnehmen können, wäre es besser gewesen. Absolut, weißt, aber. Ja. Gut. Was habe ich denn bekommen hier? Fire for Effect, okay, ja, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Platz, okay. Achso, das gibt's ja noch gar nicht. Ne? Nö, gibt's ja noch gar nicht.
Die sind quasi nicht gut. Nachladen. Haben Sie jetzt ja nichts gehalten.